Und auch die Seuchenbringerin bekommt viele Schüsse. Ihr habt, ja, wie viele Rotzen werden das sein? 10? Ja, 20? Das, was auf den Also, Schiffen war, plus das, was hier an der Verteidigung ich hätte im Prinzip mir generell alles war. besorgt, was ich bekommen könnte, ne? In der festen Überzeugung, dass alles, was wir nicht auf unsere eigenen Schiffe kriegen, in Zukunft muss ja hier hin, weil. Auf die zwei Birem hatten wir jeweils 6, das heißt, da haben wir schon mal 12 mittlere Rotzen. Und die anderen beiden, die Schlüsselfels und Rotauge, oh, weiß nicht, wie Auch sind die nochmal bewaffnet? zwei Stück jeweils. Ja, ich würde sagen, so Ja. zwischen 20 und 30, irgendwie Dann sowas. gebe ich dir 30, ja. Ich muss gerade mal schauen, was machen denn die Rotzen an Schaden? Schiffe 8, 8 unterscheinbar. Das waren mittlere Rotzen. 8 Strukturen, 8 Rumpfschaden, Ruderschaden und Quatsch. Ja. Ja. Zeig so diese imaginäre Trefferpunkte. Also, Ja, ich genau, komme nicht von dahin. das sind wieder die Trefferpunkte nach Efferts Bogen. Du machst hier aber Lebenspunkte Schaden. Muss mal wie ihr Schwert gucken, keine Ahnung. Also, ich würde dann sagen, machen wir einfach 15 auf die Seuchenbringer und 15 auf St. Borberat und dann. Ja, ist fair. Gib mir mal 5W6. Ja, einen Moment. 5W6 mal 15. 19. Mal 15 sind 190. Für die mit dem Monarche reicht es nicht, aber vielleicht für die St. Borberat. Ne? Ja, also die Schüsse werden dann Also auch die St. Borberat. mit da hat Rotzahl 5W8, 5W plus 8 Trefferpunkte. Ja, 5W, dann war ich doch gar nicht so schlecht. Ja, 19 plus 8 plus 8 sind 27 mal 15. mal 15 sind 405. Das ist ein schwerer Schlag. Die St. Borberat geht unter, beziehungsweise sie würde untergehen. Ihr könnt sehen, wie das Holz die Spanten dann zerbrechen und zumindest sinkt sie auf den Ulchuchu nieder. Der wird dann auch dankbar nach den Trümmerteilen und der ja, Besatzung greifen und sie dann fressen. Und die Seuchenbringerin verliert 1, 2, 3, 4, 6 Beine. Zwei Stück bleiben noch übrig und sinkt auf dem Boden. Sie wollte ganz gerne den Marktplatz erreichen, hat sie nicht geschafft und bleibt verendend. Sie ist nicht tot, aber sie bleibt verendend erst einmal liegen, bis das Ganze repariert ist. Ja, und währenddessen könnt ihr sehen, wie weitere der Bevölkerung, der kranken Seeleute aus dem Bauch, aus dem Rumpf strömen und sich in die Stadt ergießen. Es sind natürlich noch weitere Geister Babemir! anwesend. Babemir! Ja. Planänderung! Wir holen uns die Seuchenbringer! Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Die Seuchenbringer heißt nicht umsonst wahrscheinlich in dem Namen. Der kleine Mann hat gesagt, es hat ein Herz. Wenn es ein Herz hat, kann man es töten. Wir werden sicherlich nie wieder seine Eiche so auf den Silbertablett serviert bekommen. Jetzt oder nie. Na gut, wir können nur einmal sterben, nicht wahr? Auf sie mit Gebrüll! Mit 4 Trollen zerkannten Armen in die Arche rein! Sag keinem Bescheid, renn einfach los! Lass uns doch ein Haus gehen, dann können wir vielleicht von oben drauf und uns das Kleinzeug sparen. Ihr dürft gerne mal eine Überzeugenprobe würfeln, dann kriegt ihr vielleicht noch ein paar Wachmänner mit dazu. Eine was? Überzeugen. Überzeugen. Für die Wachmänner. Also stehen natürlich Okay. auch ein paar Wachmänner drumherum. Nicht alle hat dann Rafim in Die sind vielleicht aber die eingeladen, Dukaten Platz zu gesessen. verteidigen eigentlich. Sechs Ich wollte Punkte, Trager das ist echt umbringen. nicht viel. Nicht Trager. Ja, guck mal, wie viel ich mit an den Tisch Und bringe. noch 3 Punkte von Honga. Ja, dann ist das tatsächlich eure Gruppe. Abelmir mit den 4 restlichen Trollzackern, Trak von Kekrach, gepriesen sei sein Name, selbstverständlich der Stierkopf-Schamane und Ashiro-Duntscha, die sich mit Cordovan in den Kampf stürzt, Ronga mit seinem Eisschwert, die Dukatengardisten, ihr könnt noch sehen, wie ein Korgo weiter sich euch anschließt und Die ja, so rennt Trollzacker ihr. sind ganz schnell wieder weg, wenn sie die Geister sehen. Ja, weil der Schamane, also der Trollzacker-Schamane ist natürlich da, aber Boltax fehlt natürlich.
Also ich würde gerne nicht direkt im Kampf stellen, sondern wahrscheinlich irgendwie von oben Jagd über Häuser kommen. Ja, wirst du dann ja gleich sehen, wie das abläuft. Gut, dann könnt ihr euch verteilen und während ihr dann, ja, du kannst dann oben auf das Haus, beziehungsweise zwischen den Gassen hindurch, steht ihr vor, du würdest sagen, 200 Seemännern, die dort jetzt nicht die Aufstellung genommen haben, aber aus dem Pulk der Seuchenbringer rausgeschwappt sind. Du siehst einige pervertierte, ziemlich große Homerier, die, du hattest früher schon welche gesehen, aber diese sind noch grotesker anzusehen, die sich jetzt ja auch aus dem Bauch herausschälen. Und du siehst Rudon von Dabonia, den Knochenadmiral, wie er mit seinen verbliebenen Geistern jetzt auch weiter auf euch zuströmt und ja, diese ganzen Fallen von Raphim erst einmal ignoriert. Ich habe dann noch diesen großen Zauber Gedankenbilder Elfenruf im Zauberstab, den würde ich auch so und damit Boltax zu erhalten. Erfreulicherweise habe ich den Gedankenbilder auch als Empfangvariante gelernt. Ich besitze ihn. Wenn wir ausrüsten über eine Ritualkenntnisprobe? Würfel deine Ritualkenntnisprobe. Du siehst einen besonders widerlich grotesken Mensch, ist übertrieben. Er sieht wirklich widerlich aus. Eine Glatze, die Haut ist gelblich von der Statur. Also er ist nicht so muskulös wie Raphim, aber trotzdem so groß wie er. Und scheint da wohl seinen Seemännern Befehle zu geben, die sich dann verteilen und in die Stadt strömen. Ich würde diesen Zauber auslösen am Stab und probieren, Boltax zu erreichen. Boltax, hier gilt es, Geister zu entsorgen. Komm zu mir! Ich glaube, er ist auf dem Platz. Ich werde mich jetzt zum Platz auf den Weg machen. Ich glaube, es funktioniert nur eine Einrichtung, glaube ich. Ja, ich kann dir keine Sachen schicken. Also genau. Es sind ja auch Bilder, die du ihm übermittelst. Ich glaube, einfach ein Bild der Situation gelingt da vollkommen. Flutest du ohne irgendwie Rücksprachen sein Bild mit diesem, oder sein Kopf mit diesem Bild? Zum Glück weiß ich ja, dass es Abel mir ist, ansonsten würde er knallhart an meiner MR scheitern. Also, wie viele kranken Seemänner hat es eigentlich bei der Salve zerlegt? Weil ich meine, die haben jetzt ja gerade Schaden gefressen, das Schiff, wie sonst was. Die müssten doch auch Crew verloren haben, wie sonst was, oder nicht? Nee, weil du hier nach Lebenspunkten des Mahaitam gehst und du hast Lebenspunkte vom Mahaitam abgezogen, nicht von der Besatzung. Ah, okay. Das war die Außenhaut. Das ist ja kein Seekampf, Besatzungsschaden angerichtet wird. Also ganz kurz, die Lebensenergie von einer Arche bei der Größe liegt so irgendwo bei 4000. Also wir haben im Prinzip jetzt ein bisschen die Beine angeschossen, aber genau. Das war's also halt auch. Die kann halt ohne Probleme wieder regenerieren. Das dauert, also sicherlich bis nach den namenlosen Tagen liegt die jetzt in dieser Stadt. Oder aber ihr vernichtet sie. Aber die ist nicht tot, die ist nur bewegungsunfähig jetzt geschossen. Ja, das weiß Ronga natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Vorgeschlagen hat. Nein, natürlich nicht. Und das große tot machen. Aber mir sollte das vielleicht wissen, der seine Magus-Arbeit darüber geschrieben hat. Jetzt geht aber das zu töten. Darum geht's eigentlich. Gut, ich werde Raphim, der hier oben steht, zurufen. Aber mir braucht mich. Er hat mich gerade kontaktiert. Da gibt es Geister. Los, 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 lauf. Hört die verdammten Geister am Hafen. Gut, damit weiß ich jetzt, dass es in Richtung Hafen geht. Und sonst recht zum Platz. Okay. Ja, ich werde mich wahrscheinlich mit Beikorgeweihten von hier auf den Weg machen. Dahin, weil. Er hat doch mal eine Bildempfang. Er sieht aus, welchen Blickwinkel ich die Arche betrachte. Könnte aber ich daraus resultieren, wo ich etwas stehe auf dem Dach? Die Frage ist, wie gut kennt Boltax diese Stadt? Ist auch die Frage. Nee, der sieht da die Arche und er sieht aus, welchen Blickwinkel ich die Arche betrachte. Ja, gut, okay, das ist richtig. Ja. Also, du kannst doch einfach auf den Platz laufen und wir winken dir vom Dach. Ja, also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Es ist zwar dunkel, aber das kriegt ihr schon hin. Wir gehen in die nächste Kampfrunde und zwar nach den Hafax-Regeln. Es bleibt alles gleich. Deine Moral bleibt weiter. Allerdings passen wir wieder die Mächtigkeit an. Das heißt, ihr habt 100 von ehemals 200. Gut, jetzt sind natürlich 140 sind noch über. Genau, 140 sind übrig. Allerdings ist das ja ein Rückzugsgefecht. Das heißt, all die Leute, die du jetzt eben verloren hast, die sammeln sich ja mit den anderen Leuten und die Qualität wird teilweise besser. Mhm.
Das heißt, ich mache aus dein ehemals 200 runter auf 160, mache ich jetzt 250. Ich habe nicht mehr Geister dazu bekommen, aber ich habe noch 200 Seesoldaten dazu bekommen, also diese kranken Leute. Das heißt, ich war bei 150 Geistern, minus 60%. Dann sind wir jetzt genau 50. Auf beide. Du hast 248, ich genau. habe 250, du hast noch ich 48 Geister. Ich mache beides 250. Du 200, ich 250. Nur eine Frage, haben kranke Seemänner auch eine absolute Moral? Oder nein, die haben keine 7, die haben sowas wie eine 4. Das sind auch Menschen, die sind unglaublich krank, mit Geschenken gesegnet, aber sie sind menschlich krank. Ich gebe dir eine Moral von 4 und ich würde dann auch die Geistermoral, die bleibt halt hoch bei 7, ich rechne jetzt aber mit der 4. So, du bist bei der 3, ich bin bei der 4. Das sind 2 Punkte für mich. Professionalität, da bin ich bei der 4. Du gehst hoch von der 3 auf die 4, sind 0 Punkte, weil wir beide die gleiche Kompetenz haben. Und das entscheidet dann wieder die Kriegskunstprobe. Allerdings habe ich einen weiteren General. Und das gibt mir neben Rudon von Darbonia, Tlal und Borkenfraß, der meine Kriegskunstprobe um 2 Punkte nochmal erhöht. Ja, aber weiterhin General würde ich doch auch haben. Ich habe 50 Korgewalt. Aber die kämpfen nicht als General, sondern die kämpfen als... Die halten halt die Professionalität hoch. Die kämpfen als kamale Unterstützung. Richtig. Ja. Dann würfel mal deine Kriegskunstprobe. Nee, Mann, das ist kein Seegefecht mehr, weil wir uns jetzt in der Stadt befinden. Ja, genau. Aber den Punkt ziehe ich dann bei mir ja auch wieder ab. Ja. Du hast wieder deinen THW, was ist das, 19? Ich gehe jetzt von 18 auf die 16, aber ich gehe auch wieder hoch auf die 2, so habe ich einen THW von 18. Meine Attribute sind aber auch besser als deine. Und ich würfel besser. Ja gut, ist egal. Du verlierst um einen Punkt. Richtig, ein Punkt bedeutet, wir verlieren beide 50%, ne? Ne, du verlierst 61 und gerade habe ich 31 verloren, frag mich nicht warum. Ja, hier bei der 0, also bis ein minus 3, ja, so. Ich würde uns jetzt beiden 50% abziehen. Siehst du, hier? Ah, warte mal. Du hast ja eine Beziehungsweise, du verlierst 46, ich verliere 55. Ich glaube, das passt. Okay. So, 55% bei mir und 45% bei dir. Wie viele sind das? Von das sind 150 immer um die 120 Hälfte, immer. Genau, sind 100, dann sind es bei mir 130 und bei dir 120. Das heißt, du hast noch 130 Leute übrig, ich habe noch 120 Leute übrig. Hälfte Geister, Hälfte Seemänner. Gut. Nee, von den Geistern wirst du fast nichts mehr über. Stimmt, richtig. Sind viele Seesoldaten oder Seemänner, die da draufgegangen sind. Hast du recht. Dann wären es vermutlich auch 15% Geister. Ja, es sind eine ganze Menge Geister wieder weg. Gut, dann meine Geister bewegen sich weiter auf das Zentrum zu. Das Problem ist, dass die Barrikaden und all das, was ihr aufgebaut habt, die Geister noch nicht interessiert. Die Seemänner wohl aber schon. Also die werden jetzt vor allem von hier oben behagt, beschossen. Die fallen dann auch relativ leicht um. Die haben nicht so viele Lebenspunkte und sterben. Wenn ihre Körper allerdings aufgehen, könnt auch ihr sehen, wie da teilweise Gase ausströmen und sie dann verwesend in den Gässchen zurückbleiben. Und dann? Kann ich mich zu den anderen platzieren? Korrekt. Okay. Dann steht ihr oben, könnt euch das betrachtet haben und seht jetzt alle vom Dach heraus runter auf die Seuchenbringerin. Ihr könnt Rudon von Darbonia kennen, wie er mit seiner geisterhaften Hand mit Tlalum Borkenfraß kommuniziert. Der eine in die eine Richtung, der andere in die andere. Was wollt ihr tun? Diesen Dort musst du dich kümmern. Ich zeig mal direkt auf diesen Admiral Rudon von Darbonia. Das ist der Anführer. Wenn er fällt, dann haben wir ja schon fast gewonnen. Gut. Ich würde mir den mal anschauen. Was habe ich für einen Eindruck von diesem Geist? Das ist ja auch ein Geist, oder? Oder ist das ein ganz normaler Mensch? Geist, ja, genau. Ich gehe einmal kurz im Kopf meine Kompetenz durch. Ich glaube nicht, dass ich diesen entschwören kann.
nicht mit der Zeit und unter den Umständen. Wir müssen ihn magisch bezwingen. Ich hätte ja gesagt, wir nehmen uns die Stärksten von uns raus und die stürmen die Arche, während die anderen den Weg freiräumen und währenddessen hier draußen für Zeit sorgen. Sobald die Arche tot ist, nun, dann werden wohl auch die meisten Menschlichen von denen, die hier an Land sind, demotiviert. So hoffe ich zumindest. Ich kann es dir nicht mit Sicherheit sagen, aber... Wie meinst du, schätzen, wo der günstigste Einstieg von oben, von den Dächern, vom linken Dach wahrscheinlich, auf diese Arche wäre? Ob es da ein, keine Ahnung, so eine Art Laderaum gibt, so eine Laderaumöffnung? Nee, also ein Laderaum, du siehst, das Maul ist wohl nicht vorne, sondern hinten. Zumindest so, wie sie sich bewegt hatte, hinten. Es sieht aus wie ein sich veränderter Oktopus oder generell Oktopoden-Kreatur, Tentakel, die vorne und hinten sind. Es ist also viel weniger spinnartig, sondern tentakelartige Strukturen. Trotzdem sind das eben 8 Beine, die sie dann über die Landmasse geschoben haben. Und wie gesagt, der Einstieg wäre hinten. Du hast natürlich jetzt auf der Seite ein Loch reingeschossen. Die Frau kommt dann rein irgendwie vom Dach. Also sie liegt ja jetzt mittlerweile auf dem Boden. Das heißt, du könntest dich dann von hier runter fallen lassen. Dann müsstest du dich irgendwie in die Mitte hier begeben und dann kannst du dich hier reinspringen und reinfallen lassen. Und die beiden Generäle, hast du gesagt, trennen sich jetzt? Also der Geist geht eventuell weg? Zumindest stehen sie hier und kommunizieren miteinander, haben in beide Richtungen gedeutet und sieht wohl so aus, als würden jetzt beide gleich in Richtung des Forts oder der Burg Zornbrecht dann sich bewegen. Könnte man sie auch vom Deck aus ein Loch nach innen brennen? Selbstverständlich, wenn du ein Frigisphäre oder sowas, also weitere Eiszauber, kannst du immer weitere Wege reinbrennen. Dann wäre es eine Möglichkeit. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Dann über das Dach aufs Oberdeck und von dort aus in die Tiefe. Ich würde gerne noch für die Trollzacker eine Heilkunde Seeleprobe machen und ihnen Mut zu sprechen, weil es ja gegen Geister geht. Also zumindest, weil hier einige Geister drin sind und das nun mal der Hardcounter gegen die abergläubischen Trollzacker ist. Das ist so. Ich Aberglauben aus, um ihnen Mut zuzusprechen als ihr Schoch-Suli. Gut, dann gucken wir doch einfach mal. Ja. 19, 20, zwei Punkte übrig. Ich brauch den Schicksalspunkt leider noch, um gegebenenfalls einen Zauber. Also wir ziehen da auf alle Fälle noch den Aberglaubenwert an, ab der ist halt irgendwie 10 oder so. Ja. Aber das heißt, gibt es nicht eine Erleichterung auf die Selbstbeherrschungsprobe? Nee, ja. wenn er die Probe gar nicht schafft. Ja, aber dann macht es ja keinen Sinn. Ja? Die Probe ist zusätzlich um 10 Punkte erschwert. Ja. Dann halt keine... Das sind nur Geister. Alles gut, keine Sorge, das sind nur Geister, mit denen werden wir fertig. Ist der weg, Schoch-Suli? Nein, wir müssen ihn jetzt erst töten. Das könnt ihr doch, nicht wahr? Du musst machen, dass der Geist weggeht, dann können wir das Schiff töten. Nein, 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 nein. Wir kriegen das auch so hin. Wir gehen jetzt erst ins Schiff und dann töten wir den Geist. Vielleicht töten wir ihn auch auf dem Weg dorthin. Aber das Schiff ist näher. Ja, während ihr euch unterhaltet, könnt ihr sehen, wie sowohl Rudon als auch Slalom tatsächlich dann in Richtung der Burg gehen. Oh, der Geist ist weg. Was ein Glück. Dann ist jetzt der günstige Zeitpunkt. Zum Deck. Ich zeig mal in Richtung Häuser, wo ich runterzuspringen. Dann los. Ja, ihr könnt über die Dächer springen, laufen, gleiten. Es ist natürlich Nacht und wenn mal wieder rutscht ihr aus. Zumindest ist es nicht ganz so nass. Und wenn ihr dann näher und näher an die Seuchenbringer herankommt, könnt ihr den widerlichen Gestank vernehmen, der von dem Schiff ausgeht. Und noch bevor ihr vom Dach heruntergesprungen seid, dürft ihr mir mal alle eine Konstitutionsprobe geben.
Hilft es irgendwie... Achso, Konstitution, keine Selbstbeherrschung. Konstitution, aber hilft genau. Alkoholgetränktes Tuch irgendwie. Wenn du möchtest, kannst du mir vorher eine Zechenprobe würfeln und dann darf dein alkoholgetränktes Tuch würfeln, helfen, ja klar. Ja, alles klar, mach ich gerne. Das sollte ich doch auf einen soliden Wert haben, ja. 9 Punkte. Ihr habt tatsächlich echt viele Punkte übrig. 3. 10 Punkte übrig. Ja, ja, genau. Also die Krankheit ist natürlich dann auch erschwert um die Krankheitsstufe. Beziehungsweise die Konstitution ist erschwert um die Krankheitsstufe, so rum. Aber ihr habt das alle gut geschafft. Oronga, du hustest ein bisschen, hältst dir dann dieses alkoholgetränkte Tuch vor den Mund. Dass du es fast in den Mund nimmst. Der Alkohol hilft natürlich, aber sorgt natürlich auch dafür, dass jetzt dein Kopf nicht mehr ganz so klar ist. Zumindest wirst du von diesen Krankheiten oder diesem Flirren. Es sind nicht gar nicht Fliegen, die hier drumherum fliegen, aber es ist trotzdem so eine Art von Schwirren, als würde der Limbus aus diesem Schiff herauswandern und euch verwirren. Es stinkt, als wäre es schon tot, aber ich sehe seine Beine zucken, Shochsuli. Ja, wir müssen es töten. Ins Herz stechen. Reden die eigentlich gerade auf Zollzackisch oder? Nein, auf normal, auf Gerät hier. Okay. Oh. Abelmir, ihr seid der Experte für Archen. Ihr müsst uns zum Herz führen. Wir müssen aufs Deck runter und dann lege ich uns einen Weg frei ins Herz der Arche. Ich guck mal hier rum, ob ich da irgendwie Leinen finde oder Segeltuch, was noch einigermaßen hält. Haltbar ist, um Bimpchen rüber zu springen an dieser Seilleinwand, whatever. Ja, du lässt dich dran runtergleiten und während ihr dann einer nach dem anderen auf dem Schiff steht, so ein bisschen versucht, über diese borkige, krustige Haut in Richtung des Loches zu stapfen, beziehungsweise vielleicht euch ein neues Loch reinschneidet, könnt ihr sehen, wie zwei der funktionsfähigen Tentakel nach oben zucken, kurz in der Luft verharren und dann runter sausen. Und tatsächlich treffen würden. Ihr dürft eine Ausweichenprobe machen. Alle oder nur bestimmte Leute? Ich würde gerne was anderes machen. Ja. Ich würde gerne aus meinem Stab den Paralys, also einen von den Paralys ziehen, die ich gegen mich gerichtet habe, mit einer MR von 17, um mich halt immun gegen den Schaden zu machen, weil ich werde diesen Ausweichenwurf nicht schaffen. Das ist mir 100% klar. Was sind denn noch zwei Tentakel? Also müssen nicht alle ausweichen, oder? Warte mal, ich bin ein großer Gegner, oder? Du bist ein großer Gegner, ja. Kann ich das parieren? Ja, würde ich. Ja. Du darfst gegenhalten, wenn du möchtest. Ja, ich hätte. Ja, gegenhalten. Hatte ich jetzt auch gefragt. Wie massiv sehen die aus, so dass man den in einen durchschneiden könnte? Also, wie viel LEP schätze ich das ein, so Metafrage? Boah, also, wie gesagt, du hast ganz grob 6000 Lebenspunkte für die Arche an sich. Dann würde ich dir ja vielleicht 40 Lebenspunkte für ein Bein geben. Okay, dann werde ich sicher... gibt es da keine Möglichkeit, das mit einem Schadendurchgang ohne einen Crit hinzubekommen, dann werde ich auch nicht gegenhalten. Also, Boltax, du paralysierst dich selber. Du siehst, genau, wie der Tentakel von rechts auf dich schräg herniederpfeift. Du versuchst oder überlegst, ob du deinen Kopf einfach einziehst. Du bist zwar klein, aber sehr dick. Und ja, du würdest trotzdem sagen, dass du davon abgefegt, abgeräumt wirst und so wirkst du den Paralys. Der Stab versteinert dich und dann wirst du tatsächlich abgeräumt. Du merkst, wie der Tentakel gegen dich klatscht und du gegen die Häuserwand. Ich muss gerade mal schauen. Boltax. 25 Schritte. Ich würde gerne versuchen, meinen Shochsuli zu beschützen. Okay. Weil ich check zwar nicht, was er tut, ja, aber ich würde zum Gegenangriff übergehen. Alles klar, dann hast du zumindest den Tentakel. Du wirst 25 Schritt durch die Häuserwand, beziehungsweise durch die Luft geschleudert, brichst dann in die Häuserwand ein, die dann auch unter dir zerbürst und erst an der zweiten Häuserwand im Inneren des Raumes kommst du dann zum Liegen. Alles klar, ich bleib erstmal paralysiert, weil da sind Gegner und so. Ja, in deiner Nähe siehst du noch ein paar Geisterpiraten, die dich kurz angucken, sehr interessiert und dann, nachdem du reglos liegen bleibst, weiterziehen.
So, Aishirut möchte ganz gerne den Tentakel gegenhalten. Ich habe eine 10 gewürfelt, aber ich weiß nicht, wie wir das jetzt rechnen. Du gewinnst das Gegenhalten. Du machst den vollen Schaden, ich mach den halben Schaden. Was wird die haben? Barbarenstreitaxt? Barbarenstreitaxt, ja, klar. Das sind wie viel? 3W6 plus mit deiner TPKK, ich würde sagen... 8 oder sowas. 3W6 plus 8, ja. Oh. Das sieht gut aus. 15 plus 8 sind nur 23 TP. Damit kannst du den Tentakel nicht abtrennen. Und ich mache... ich habe das Gegenhalten verloren, also nur den halben Schaden. 50 halbiert.